22.10 Uhr, er hat ja so recht, der stramme Max, welcher eben sang, der Ärger lohnt sich nicht. Sehr fein beobachtet, kann ich nur sagen. Nehmen Sie meinetwegen bloß mal den Hans-Jürgen Bäumler. Für den brachte 1964 doch auch nichts als Pech. Um das Schlimmste gleich vorwegzunehmen, seine Marika Kirjus heiratete ganz überraschend einen völlig artfremden und schlug damit der deutschen Volksseele mitten ins Gesicht. Hans-Jürgen und Marika, die gehörten doch nun mal zusammen wie Zara und Leander, wie Hero und Leander, wie Romeo und Julia, wie Sodom und Gomorra oder wie die klassischen Liebespaare alle heißen. Und da geht doch das Mädel hin und ehelicht den Zahn, ist ja zwar ein Goldzahn, aber mit Hans-Jürgen hätte sie doch so ein schönes Paar abgegeben. Und nun liegen die Umstände ja auch noch so, dass die Marika mit ihren 21 Jahren noch einen kleinen Zahn kriegt, ja, also einen Milchzahn sozusagen. Und die Experten rätseln jetzt herum, ob sie nu, wo doch damals der böse Journalist behauptete, sie hätte nicht selber gesungen, also wie gesagt, nur fragen sich die Eingeweihten, ob sie in diesem Falle, aber was kann denn schließlich der arme Hans-Jürgen Bäumler dafür, dass er nu alleine laufen muss? Ich sah ja nicht wie Ärger mit dem Jahr 64. Thank you.
Wenn du musikalisch bist, dann mach für mich Musik. Wenn du musikalisch bist, dann hast du bei mir Glück. Wer nicht musikalisch ist, der kommt bei mir nicht an. Wer nicht musikalisch ist, der ist für mich kein Mann. Ein bisschen tralala, ein bisschen heidi hei, ein bisschen ladila, das wär was für uns zwei. Wenn du den Rhythmus hast, der mir so imponiert, oh boy, dann wirst du staunen, was passiert. Wenn du musikalisch bleibe ich bei dir. Wenn du musikalisch bist, machst du dein Glück bei mir. Ba-ba-du-da-du, play Mr. Saxophone. Da-da-du-da-du, hand me that trompete. Da-da-du-da-du, hand me that posaune. Machst du dein Glück bei mir, wenn du musikalisch bist, dann bleibe ich bei dir. Du da 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 du